unseren Gottesdienst am Sonntag, Kantate im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Glaubensfamilie, wo immer Sie uns heute auch wieder sehen und zuhören. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um schreiende Steine. Jesus hat dieses Wort geprägt. Was es bedeutet und wie es trotzdem gut zu unserem Sonntag, an dem wir Gott Lob singen sollen, passt, das werden Sie im Laufe dieses Gottesdienstes erfahren. Ich wünsche uns eine erfüllte Zeit. Unserem Taufstein und der Osterkerze wollen wir einstimmen in das Lob des 98. Psalmes. Singt Gott ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Er lässt Frieden einziehen, wo Streit regiert und Gerechtigkeit, wo Unrecht herrscht. Gott ist treu und steht zu seiner Verheißung gegenüber seinem Volk. Alle Welt soll das Heil sehen, das Gott an ihnen tut. Jauchzt dem Herrn, rühmt und lobt ihn, spielt ihm mit Harfen und lasst vor ihm die Posaunen erklingen. Der Erdkreis stimme sein Lied an, ihm zum Lobe. Das Meer und die Ströme sollen zu seiner Ehre brausen, die Bäume und Pflanzen sich vor ihm neigen. Gott kommt, um den Erdkreis aufzurichten, damit Wahrheit und Gerechtigkeit herrschen. Singt Gott ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Amen.
wollen miteinander und füreinander beten. Du Gott bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Dich preisen alle deine Geschöpfe, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer und die Tiere im Wald und Feld. Lass uns heute mit einstimmen in diesen Lobgesang. Nicht nur mit unserer Stimme, sondern mit Körper, Seele und Geist. Lass unser ganzes Leben zu einem Lobgesang werden, damit wir dir zur Ehre leben. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium und der Predigttext für den heutigen Sonntag stehen im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 37 bis 40. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme, über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Ehre sei dir, Herr. Lobe den Herrn, meine Seele. Familie, heute sitze ich hier mal an unserer Orgel, obwohl ich sie gar nicht so spielen kann. Aber ich frage Sie, wandern Sie im Moment auch so gerne? Bei uns ist ein Ausflugsziel die Formation, die Steinformation der 12 Apostel im Altmühltal. Das ist immer beeindruckend, wenn man solche Formationen sieht. Ähnliches finden wir auch in der fränkischen und der sächsischen Schweiz. Und wer von Ihnen schon mal in die USA gereist ist, der hat bestimmt schon am Grand Canyon gestanden und hineingeschaut.
fasziniert und bewegt und wahrscheinlich gedacht, was wäre denn, wenn diese Steine sprechen könnten, was sie über Millionen von Jahren schon erlebt haben. Aber schreiende Steine, das habe ich noch nicht gehört. Und sie sind eigentlich auch gar nicht so ein passendes Motto für diesen Sonntag der Musik und des Gesangs. Ganz ehrlich, bei schreienden Steinen, da fallen mir doch als erstes Mahnmale ein. Steine des Gedenkens und der Erinnerung. Ich denke an die Stolpersteine in unseren Großstädten, die auf unvorstellbares Unrecht, Leid und Verbrechen an Menschen hinweisen. Die Mahnmale und Gedenkstätten der Kriege und Verbrecherregime, sie schreien, lasst es nie mehr so weit kommen. Schützt die Würde jedes Menschen und jeder Kreatur. Kein Wunder, dass wir heute an diesem Kantate-Sonntag zum dritten Mal das Evangelium vom Einzug in Jerusalem hören. Dreimal haben wir es schon gehört. Zum Beginn unseres Kirchenjahres am ersten Advent, dann am Palmsonntag und heute. Und beim Einzug von Jesus in Jerusalem, da haben auch Sie bestimmt alle ein Bild vor Augen. Die vielen Menschen, die an den Straßenrändern stehen, die den Weg für Jesus mit ihren Kleidern ausgelegt haben und die mit Palmwedeln jubelnd ihm zurufen. Ja, sie haben den roten Teppich für ihn ausgerollt, denn Jesus, das ist ihr König, den sie erwarten, weil er die Wende für alle Menschen bringen soll. Aber unser heutiges Evangelium, der Predigttext nach Lukas, der ist anders. Hier wird Jesus nur von seinen Jüngern jubelnd begrüßt. Auch sie haben ihre Mäntel auf den Boden ausgebreitet und sie jubeln Jesus zu, sie rufen und schreien, gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Was für eine Begrüßung! Mich hat sie an die Botschaft des Weihnachtsengels erinnert. Auch er hat die Geburt Jesu so verkündet, Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen, euch ist heute der Heiland geboren, der Retter der Welt. Und nun, bei diesem Einzug in Jerusalem, so nehmen die Jünger schon weg, was wenige Tage später passiert. Da wird Jesus zum König intronisiert am Kreuz. Jesus von Nazareth, König der Juden, heißt es in der Inschrift dort. Aber bei diesem Einzug, da ist für die anwesenden Schriftgelehrten das Maß der Anmaßung voll. Sie kritisieren das Verhalten der Jünger und verlangen von Jesus, dass er ihnen Einhalt gebietet und klarstellt, dass er weder König noch Messias ist. Aber Jesus, er tut es nicht. Er unterbietet das Geschrei der Jünger nicht, sondern er sagt, wenn ich diesen verbieten würde zu schreien, dann würden es die Steine tun. Wörtlich hat er gesagt, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Liebe Kirchenfamilie, Jesus spielt auf die schreienden Steine mit der Zerstörung auf den Tempel in Jerusalem an. Denn 40 Jahre später wird dieser Tempel von den Römern zerstört. Und wer die schreienden Steine, ihre Stimmen deuten konnte, der verstand, dass die Schriftgelehrten damals falsch lagen, als sie Jesus ablehnten. Es ist alles gekommen, wie von Jesus vorhergesagt. Und kaum ein Tempelstein ist auf dem anderen geblieben. Jesus hatte recht. Überall, wo wir uns wegdrehen, Unrecht, Gewalt und Tod zulassen, da schreien uns die Steine entgegen. Und somit ist heute unser Sonntag Kantate ein starkes Statement, Gott ohne Einschränkungen zu loben. Alles, was dagegen, gegen Lob und Freude sprechen könnte, soll an diesem heutigen Sonntag in den Hintergrund treten. Jubel und Lobgesang soll auch in unseren Kirchen erklingen. Würden wir Gott
nicht nur mit unseren Liedern und Gebeten loben, müssten auch die Steine unserer Kirchen anfangen zu schreien. So unübersehbar viel schenkt uns Gott täglich. Im Alten Testament ist es eine Grundüberzeugung, eine Weisheit, dass die Schöpfung zur Ehre Gottes singt. Im Psalm haben wir es ja schon gehört. Die Bäume rauschen zur Ehre Gottes, der Wind weht und das Wasser plätschert zur Gottes Ehre. Und auch die Vögel singen zur Ehre Gottes. Alle Kreatur singt Gott zum Lob und zur Ehre. Paul Gerhardt hat das in einem bekannten Lied ausgedrückt: Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit. Er hat uns eingeladen, dieser Mann und Liederdichter, der so viel Leid erfahren hat, mit einem positiven Blick, mit offenem Herz in diese Welt hinauszuschauen. Liebe Glaubensfamilie, ich musste an den ersten demokratisch gewählten Präsidenten der ehemaligen Tschechoslowakei denken, an Václav Havel, an seine Geschichte. Er war Schriftsteller und er war Regimekritiker gewesen. Und er wurde seine ganze Lebenszeit lang von den Sicherheitsdiensten des damaligen Regimes beobachtet. Und dann wurde er gefangen genommen. 4,5 Jahre Gefängnis musste er dann absitzen. Und der Vorwurf offiziell lautete Rauditum. Aber der wirkliche Grund, das waren die schreienden Steine. Schreiende Steine in den Politpalästen, den Gefängnissen und in den Lagern. So begann sein Einsatz gegen das herrschende Regime. Sein Kampf gemeinsam mit Gleichgesinnten für Hoffnung und Freiheit in seinem Land. Und das war es, was ihn letztlich ins Gefängnis gebracht hat. Er war damals 43 Jahre und der einzige Kontakt nach draußen waren Briefe an seine Frau. Und ihr berichtet er von einem seiner Rundgänge im Gefängnishof, als sein Blick durch all die Gitter und Stacheldrähte und Wachtürme hindurch in einer Baumkrone hängen blieb und sich im Spiel der Blätter im Wind verfing. Er geriet in ein tiefes Staunen und fand sich plötzlich inmitten einer, so wie er es beschreibt, besonderen, geheimnisvollen Erfahrung, die er dann so festgehalten hat. Uferlose Freude, dass ich lebe. Uferlose Freude, dass mir gegeben war, all das zu durchleben, was ich durchlebt habe. Und dass dies offenbar irgendeinen tieferen Sinn hat. Von Václav Havel wird gesagt, dass er kein Träumer war, sondern jemand mit einem guten Gespür für Menschen und politische Konstellationen. Ein Realist also, aber einer mit einer großen Liebe zum Leben. Er hat auch den Satz geprägt: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Da bleibt zu hoffen, dass das die zu Unrecht inhaftierten politischen Gefangenen und Regimegegner auch unserer Zeit spüren können, dass auch wir die schreienden Steine hören. Liebe Kirchenfamilie, wer von uns hat nicht schon einmal gesungen, wenn er oder sie Angst hatte? Wir singen mit unseren Kindern, wenn sie klein sind. Es beruhigt sie. Sie fühlen unsere Nähe und die Liebe, die wir ihnen entgegenbringen. Und Kinder singen selbst auch gerne, wenn sie glücklich sind, aber auch, wenn sie Angst haben. Sie erinnern sich auch im späteren Leben an diese frühkindlichen Erfahrungen der Kraft der Musik und des Singens. Singen, Musik gibt Halt und Trost. Im Gesang hören wir unsere Stimme und achten auf die Worte und wissen, wir sind nicht allein. Gott ist mit uns. Singen hilft. Singen ist Ausdruck des Glaubens und Singen gibt Kraft im Glauben. Und die schreienden Steine? Ja, es gibt auch heute diese schreienden Steine. Nur sie schreien oft sehr leise. Ich denke auch an unsere Kirchen, die ja in der Regel aus Stein gebaut sind.
Wie viele Jahrhunderte stehen sie schon? Und sie haben immer gerufen, so wie es Clemens Wittlinger mal in einem Lied wunderschön ausgedrückt hat: komm herein, ruh dich aus. Hier ist die Tür, hier beginnt dein Zuhaus. Komm herein, wenn du traurig bist. Komm herein, wenn du dich freust, wenn du verliebt bist und glücklich bist. Komm herein, wenn du Gott spüren möchtest. Und dann gibt es da die Steinkreuze, die wir im Feld und auf der Flur begegnen können. Auch sie rufen uns zu: Vertraue auf Jesus, er hat dich lieb, er ist auch dein Erlöser. Und manche Grabsteine mit ihren Inschriften erinnern uns daran: Jesus hat den Tod besiegt. Wer ihm vertraut, wird in Gottes wunderbarem Reich ewig leben. Zugegeben, den Schrei der Steine kann man leicht überhören. Er ist nicht laut. Doch ich wünsche uns allen, dass wir ihn immer wieder einmal hören können. Vielleicht schon heute oder in den nächsten Tagen, wenn wir über den Friedhof gehen, wenn wir beim Spaziergang an einem Feldkreuz vorbeikommen oder auch den Weg in eine Kirche finden. Steine können schreien, liebe Kirchenfamilie. Und deshalb ist es gut, heute zum dritten Mal dieses Evangelium zum Einzug in Jerusalem gehört zu haben. Lassen wir Jesus doch auch bei uns einziehen. In unsere Stadt, unser Dorf, unsere Häuser, unsere Kirchen, aber vor allem in unsere Herzen. Dann wissen wir, dass wir auch im größten Leid und Schmerz nicht allein sind. Gott trägt uns hindurch und er freut sich, wenn wir singen, für ihn singen, ihn loben, danken und zu ihm beten und bitten. Dann ist seine Liebe in uns lebendig. Dann kann unser Herz nach draußen gehen, nach draußen schauen und Gottes Kraft und seine Stärke im Nächsten, aber auch in der Natur entdecken. Gott loben im Singen und Preisen gibt uns Kraft und Stärke für unser Leben und auch für so manche schwere Stunde. Für Gott singen lässt uns hoffnungsvoll den nächsten Schritt gehen, denn wir wissen, es bringt uns nur noch näher zu Gott. Gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Amen. Wir wollen miteinander und füreinander beten und ich lade Sie auch zu Hause ein, auf den Gebetsruf: Wir rufen zu dir, mit Herr erhöre uns, zu antworten. Ein frohes und dankbares Lied fällt uns nicht immer leicht. In unser Danken bricht oft die Klage, in unsere Freude die Sorge. Wir bitten dich, Gott, dass wir trotz allem, was unser Leben verdunkelt, deine Liebe wahrnehmen und deine Treue spüren. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für die Menschen, denen Leid und Sorgen den Mund verschlossen haben, dass sie nicht mehr singen, sondern nur noch seufzen können. Lass ihnen dein Licht leuchten, damit die Schatten aus ihren Herzen weichen. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für die Mutlosen und Einsamen, die Kranken, die Trauernden, die dich nicht mehr loben können, sondern weinen. Trockne ihre Tränen und schenke ihnen wieder neue Hoffnung.
Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die singen und sich an der Musik erfreuen, dass sie darin dein Rufen hören und sich deine Liebe öffnen. Hilf uns, dass wir dir zur Ehre singen und dein Lob vor aller Welt verkündigen. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Und all das, was wir im Herzen tragen, das legen wir nun in die Worte, die uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt die Lebendigkeit. Wir trauen uns zu dir, in dir wohnt die Mannheitsigkeit. Du bist, wie du bist, schöpfst in deinem Glaubensfamilie. Auch diese Woche sage ich wieder ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott für Ihre Spenden. Heute ist sogar unsere landeskirchliche Kollekte für die Kirchenmusik in Bayern bestimmt. Ein tolles Projekt. Wir alle wissen, was wären unsere Gottesdienste ohne die Musik? Wie sehr vermissen wir die Chöre, ob die gesanglichen Chöre, Kirchenchor, Gospelchor, Kinderchor oder auch die mit Instrumenten wie unseren Posaunenchor. Wir vermissen es und wir vermissen auch den Gesang miteinander, aber es muss erhalten bleiben und deshalb freuen wir uns, wenn Sie auch dafür eine kleine Spende übrig haben. Vergelt's Gott. Gott segne Sie, die Geberinnen und Geber, wie auch die Verwendung all dieser Gaben. Und nun wollen wir alle in diesen Sonntag gehen unter dem Schutz und Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.